Sorge macht mir natürlich ziemlich allgemein, dass wir einfach zurzeit keine Spiele gewinnen. Das ist, glaube ich, das unangenehmste Gefühl für uns alle. Ja, ich glaube, manchmal ist es so, dass du halt nicht spielerisch dir deine Chancen raus erarbeitest und du musst es über Willen und über Kampf und mit Brechstange machen. Du musst einfach noch entschlossener sein, wie gesagt, von Anfang an diese Intensität reinbringen und dann bin ich mir sicher, dass wir dann auch das Glück mal auf unserer Seite haben. Und das haben wir ja schon in Mainz gesehen. Das war kein schönes Spiel von uns, aber trotzdem haben wir es irgendwie hingekriegt. Klar, ist das gefährlich aktuell, aber darauf sollten wir gar nicht den Fokus setzen. Wir sollten mal alles nach hinten stellen, worüber man vor der Saison immer gesprochen hat. Und uns einfach auf die Spiele fokussieren, darauf fokussieren, wieder zu gewinnen, Punkte zu sammeln, zusammen als Mannschaft zu bleiben und alles andere ist gerade völlig, völlig außen vor. Ja, ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass wir auseinanderbrechen, überhaupt nicht. Und ja, genauso sollte das auch weitergehen, dass wir einfach auf dem Platz und neben dem Platz zusammenbleiben und zusammenhalten.